Die Europäische Union hat an die Kräfte in Libyen appelliert, die Kämpfe in Tripolis und im Rest des Landes zu beenden. Außerdem verurteilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Intervention der Türkei. Ankara hatte kürzlich damit begonnen, Truppen nach Libyen zu entsenden. Dort ringen die in der Hauptstadt Tripolis ansässige Regierung unter Ministerpräsident Fais al-Sarraj und die vom Osten aus agierende Miliz von General Haftar um die Vorherrschaft. Haftar wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Russland unterstützt, die Sarraj-Regierung von der Türkei, Katar und Italien. Im Vorfeld eines Treffens der Außenminister mehrerer EU-Staaten hatte der italienische Vertreter Luigi Di Maio gesagt: Libyen stellt eine Bedrohung für Europa dar, auch mit Blick auf den Terrorismus. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Die Einmischung in den Bürgerkrieg muss aufhören. Das tun viele Länder und lassen ihn so zu einem Stellvertreterkrieg werden. Im November hatten Fais al-Sarraj und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Abkommen über eine Sicherheits- und Militärkooperation sowie zu den Seegrenzen im Mittelmeer geschlossen. International stieß das auf Kritik. Die Interessen der Türkei in der Region sind groß. Zum einen will Ankara dort an Einfluss gewinnen, zum anderen geht es um die Erdgasreserven im Mittelmeer. Unterdessen kritisierte die ägyptische Regierung die Entsendung türkischer Soldaten scharf. Bei einem Treffen in Kairo will jetzt der Außenminister Sami Shukri mit Amtskollegen aus mehreren Mittelmeerländern über die Situation beraten. Bundesaußenminister Heiko Maas setzt sich weiter für den sogenannten Berliner Prozess ein. Dabei sollen die in Libyen beteiligten ausländischen Regierungen an einen Tisch geholt werden.